Wir wollen da mal kurz drauf eingehen, auf das letzte Selbstgespräch, dass ich immer hier darauf hinweise, dass dich eigentlich dein eigenes Ego, sprich dein Intellekt, versetzt dich ständig in Ekstase. Und jetzt ist immer wieder die Frage, was verstehe ich unter dem Wort Ekstase? Das, was man mir in der Schule ja beigebracht hat. Aber wie tief das dann geht, ihr wisst, als Geistesfunken oder du Geist solltest du eigentlich wissen, wenn ich immer wieder erkläre, was bedeutet ein Faktum, was bedeutet Mathematik, dass hier plötzlich eine komplett andere Vorstellung kommt. Mathematik heißt wörtlich übersetzt ein Dummkopf, ein Tor, der nur mit dem gelernten Wissen arbeitet. Mathe, das gelernte Wissen, Madik, in der Unterform etymologisch Unbewusstsein, Dummkopf, Tor. Jeder normale Mensch ist ein Mathematiker. Er fährt vollkommen geistlos, zwanghaft auf den Gleisen der Logik, die er zum Denken benutzt, die nicht seine eigene Logik ist, sondern das ist was Anerzogenes. Ich sage, das, was du meine Meinung nennst, ist eine Anderung. Ich habe das tausendmal gesagt, es ist die Meinung deiner angeblich jetzt normal gedacht, deiner Lehrer, deiner Erzieher und deines Umfelds. Es würde kein normales, ich drücke es anders aus, kein Jugendlicher würde in irgendeiner Art und Weise ihr Zungenpiercing haben wollen, wenn das nicht im Moment modern wäre. Man passt sich ständig an das Umfeld an, auch in der Meinung. Darum ist so wichtig, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Und wenn du um dich herum Zeugen Jehovas laufend hast, dann bist du ein Zeuge Jehovas. Und wenn du in die Kirche rennst, in der katholische Kirche, dann bist du ein Katholik. Und wenn du in der Moschee lebst, dann bist du nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern hundertprozentig sicher Muslim, sonst rennst du nicht in der Moschee. Und das ist diese Gruppierungen, wo du dich reinmachst, bist du in einer Reduzierung von einer einseitigen Meinung. Bei Holofeeling ist es so schön, du kannst in Holofeeling nicht reinrennen. Da gibt es, weil Holofeeling bist du selbst. Es ist der Geist, der jetzt begreift, dass alles, was er sich ausdenkt, nur Formen, Informationen von ihm selbst sind. Und jetzt dran denken, wir haben zwei Vorstellungen, das Innerhalb und das Außerhalb. Ha'al ist das Nichts oder Gott, der ist nichts. Creatio ex nihilo. Dass, wenn ich von innen spreche, ein ausgedachtes Innen und ein ausgedachtes Außen entspringen beide aus dem roten Innen, aus dem absoluten Innen. Darum ist es wichtig, dass wir hier zwei Stufen haben. Du denkst jetzt erst aus dem absoluten Innen ein Innen aus und dazu gehört automatisch ein Außen. Das Außen sind deine Vorstellungen. Und das, was jetzt in dir drin ist, ist das Ha-Indern, das, was du hinter dir glaubst. Aber sobald jetzt du jetzt in diesem Moment glaubst, die Ariane zu sein, hast du einen Monitor vor dir. Und wenn du jetzt glaubst, die Ariane zu sein, dann frage ich dich jetzt, was ist jetzt hinter dir? Jetzt machst du die andere Seite bewusst. Das, was in dir drin ist, ist ja nur ein Gedanke, den du dir jetzt gedanklich vorstellst. Und dann sagst, hinter mir ist ein Schrank. Aber der Schrank hinter dir ist eine Vorstellung, was hinter dir ist, weil du musst es vor dich hinstellen. Natürlich nur imaginär. Das ist die Magie, da bin ich drauf eingegangen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Dasselbe gilt jetzt für rechts und für links. Du kannst jetzt, wenn du nach vorne schaust, auch bewusst machen, was jetzt rechts von dir ist, der schwarze Ofen. Und du kannst dir auch vorstellen, was links von dir ist, ohne dass du den Kopf drehst. Wenn du das realisieren willst, wenn du aus dem Ofen eine sinnlich wahrgenommene Information machen musst, musst du das Bild auf der VR-Brille drehen. Das heißt, als Computermensch würdest du jetzt, wenn du ein Videospieler bist, deinen Joystick bewegen, um den Ofen, den du dir jetzt als Vorstellung rechts von dir denkst, zu realisieren, auf die VR-Brille zu holen. Wenn ich jetzt schon sage, du drehst den Kopf, das erfordert ja schon wieder einen Kopf, den du dir ausdenkst. Den du ja normalerweise, wenn du jetzt den Kopf, den du dir jetzt denkst, drehst, dann verändert sich das Bild auf der VR-Brille. Aber in deinem Alltagsunbewusstsein denkst du nicht an den Kopf, wenn du die Bilder auf der VR-Brille austauschst. Nur wenn du dir jetzt wieder bewusst Gedanken machst, was glaube ich eigentlich, warum ist jetzt, wenn ich jetzt einen schwarzen Ofen auf die VR-Brille kriege, warum sehe ich den jetzt? Dann sagst du ja, weil ich den Kopf vom Monitor nach rechts gedreht habe zu dem Ofen.
Das ist ein logisches Konstrukt. Aber wenn du das jetzt normal machst, dass wenn du jetzt in die Küche gehst, ändert sich ja laufend die Bilder auf der VR-Brille. Wenn du dir jetzt Gedanken machst, sagt deine Logik, ja, ich bin jetzt halt aufgestanden, dann ändert sich zwangsläufig das Bild, aber es ist absolut statisch, so wie die Lämpchen sich immer gleichbleibend sind, diese Statik. Jetzt kommen wir zur Ekstase. Ich habe gesagt, deine Logik setzt dich ständig in Ekstase. Und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Das ist dein Intellekt. Was bedeutet das griechische Wort Ekstase? Das ist so ein kleiner Einstieg. Das schauen wir uns jetzt einfach mal etwas genauer an. Und du wirst merken, die Sprache erzählt dir alles. Wirklich alles. Da könnte ich übrigens auch kurz drauf eingehen. Wir schauen uns erst einmal die Ekstase im Etymologie-Duden an. Und lass uns das einmal genauer schauen, die Ekstase. Das heißt, das verzückte außer sich sein, die höchste Begeisterung. Also das, wir betrachten erst einmal das Wort außer sich sein. Da haben wir das Beginn schon mit AUP. Die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Tausendfach erzählt, hebraisiert, das ist das Prinzip bei Holofeeling, das ist die Umformung, dass du auf die Programmebene kommst. AUP ist die Beschwörungskunst. Alles, was du beschwörst, wo du bisher geglaubt hast, das ist hundertprozentig sicher, weil dein Glaube dir das aufzwingt, kannst du auch realisieren. Du beschwörst, dass du dich auf einer Erdkugel befindest als Trockennasenaffen, der sich um die Sonne herumdreht. Und du beschwörst, dass dabei ständig hell und dunkel abwechselt. Ein halben Tag ist hell, ein halben Tag ist dunkel. Das ist alles unheimlich logisch, aber wenn du mal genau hinschaust, was du feststellst, so kann das gar nicht sein. Das ist so, weil du das glaubst, dass es so ist. Darum ist das auch die Beschwörungskunst von toten Geistern. Und das Ganze nennt man auch Zauberei. Schau her, Zauber. Du hast in der Geburt der Schöpfung eine aufgespannte Polarität wird erweckt. Weil du das beschwörst. Und ich sage jetzt immer wieder, du wirst irgendwann einmal begreifen, dass also hier 99% von dem, was du als hundertprozentig sicher glaubst und zwangsläufig auch beschwören würdest, ich wurde von meiner Mutter geboren, dass das schlichtweg Meineide sind. Weil du solltest nur das beschwören, was du auch wirklich hundertprozentig sicher überprüfen kannst oder erlebt hast, sage ich immer noch. Okay, wir gehen zu diese Beschwörungskund außer sich, das ist natürlich das Außerhalb, diese Schöpfung einer aufgespannten Polarität erweckt jetzt sich selbst sein Sein. Ich kann natürlich auch dieses Es-Ich, ein bewusstes Ich lesen, dann bis außer dem bewussten Ich ist jetzt ein Sein, Raumzeit ein. Wenn wir das blau machen, heißt es Raumzeit ein. Übrigens, diese Radix C. Wenn ich jetzt C spreche und du sagst C zu einem Juden, der Ivrisch spricht, dann schreibt er das ja so mit einem C, S-He, Sin-He. Das ist das hebräische Wort für Lamm. Aber Lamm wiederum, La, die Lichtschöpfung besteht aus zwei Gestaltwerdungen. Das ist MM. Genau, ja. Und in dem Moment wirst du Raumzeit ein. Das ist die Vielfalt. Wir haben zuerst einmal außen, wir bleiben mal ganz einfach mit dem Außen. Das Außen, das Außen, das Außer heißt die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die erweckt wird. Das ist aber zuerst einmal hier das Innerhalb und das Außerhalb. Das heißt, wir haben hier zwei Stufen. Du denkst aus dem absoluten Nichts. Schau, ich sage jetzt wieder, schau das kleine Bild rechts unten an, dass es leichter wird. Dieses absolute Nichts denkt sich zuerst einmal der Gedankenwelle in sich selbst hinein. Und da kann man jetzt eine Seite ist halb innen. In dem Moment, wo ich mir denke, die eine Hälfte ist ja in meinem Kopf, in meinem Gehirn, ist es schon ein ausgedachtes Innen, weil das sich auf einen ausgedachten Kopf bezieht. Und die andere Hälfte ist außen. Ich sage immer, wie dia positiv und dia negativ. Und jetzt bist du, wenn wir dieses sich rot machen, steht ja erst das einmal für Bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist eine göttliche Kollektion. Das bist du jetzt als rotes Ich in Verbindung mit einem blauen Ich. Und wenn du außer dir selbst, außer dir Geist, außer diesem bewussten Ich, ist jetzt ein raumzeitliches Einschalten. Ein wiederum ist Einlesen mit 70 ist ein Augenblick. Und das Ganze nennt man dann die höchste Begeisterung, weil du ja, wenn du immer bist,
bildlich vorgestellt, symbolisch bist du unten und jetzt hebst du was aus dir heraus, das heißt eine Polarität aus dem Geist heraus. Ja. Aber es hast eigentlich im Geist, wie als Vorsilbe gelesen, ist jetzt eine erweckte, aufgespannte Existenz im Gehirn. Das ist das blaue G. Ja. Im Geist, so kann ich das lesen, ist eine erweckte, aufgespannte Existenz im kleinen blauen G. Geist rot geschrieben ist im Geist und Geist blau geschrieben ist ja das Gehirn. Drum ist diese Umendung ist immer eine aufgespannte Existenz im Gehirn. Ich kann natürlich auch lesen, ein verbundenes Sein im Geist. Mhm. Gut? Mhm. Das heißt, aus zwei wird es erst einmal die Synthese. Das BG ist übrigens ganz interessant, wenn wir jetzt immer wieder machen, wenn ich sage, die Polarität des Geistes. Die Polarität des Geistes ist immer ein Wissen. Jetzt wissen wir ja, dass das B auch W gelesen werden kann, das ist immer Wissen. Mhm. Ja. Essen auf lateinisches Sein. Das ist jetzt außer sich Sein, das ist das lateinische Sein. Wenn ich das Esse hebraisiere, das übrigens Esse ausgesprochen, schreibt sich mit 70 vorne. Mit Sinn und He, dieses Wort spricht man Esse aus. Das ist jetzt aktivieren, du aktivierst in dir was und das führst du nach außen. Ausführen, du machst es letztendlich, du verschaffst. Ich habe dir doch in dem letzten Gespräch, wo wir geführt haben, wo wir nicht aufgezeichnet haben, habe ich doch dann so schön noch darauf hingewiesen, dass zum Beispiel du jetzt mit Windows 10 arbeitest. In der Regel kann natürlich auch Apple sein, aber da ändert sich nichts. Wieso ändert sich nichts? Schau mal, das Wort Apple beginnt mit ABB. Und wir wissen ABB, PP ist ja FF. Da steht App. Man nennt jetzt diese kleinen Programme nicht mehr Programme bei Windows 10, sondern das sind meistens bloß Apps. Ja. Da kommt das Wort Affe her. AFF ist nämlich ABB. Ja. Das heißt, dein jetziger Intellekt, der dich zum Affen macht, ist eigentlich eine App, die auf den Computer läuft. Ich könnte jetzt sagen, jetzt landen wir wieder bei deinem Schwamminhalt. Ja, genau. Dein jetziges Programm ist bloß eine App und die macht dich zum Affen. Und es ist jetzt wurscht, ob du mit Windows 10 arbeitest, oder mit Apple, da steckt das alles mit drin. Mhm. Also vergesst bitte, dass da irgendwelcher Zufall auftaucht. Und du weißt, ich habe physisch schon auf den Unterschied eingegangen, auch mit Apple. Weil bei Apple dieses Zeigen mit dem Apfel, das führt dich nämlich zum Malus. Mhm. Das heißt zum einen im Apfel, Apfelbaum, und es heißt böse und schlecht. Mhm. Okay, ja. Ein sehr dogmatisches System, aber jetzt müssen wir wieder extrem aus und wir bleiben mal bei unserer Ekstase. Das ist also die höchste Begeisterung. Das Verzücken kommt von Zucken. Mhm, mh. Das kommt von Zucken. Da will ich jetzt aber nicht genauer drauf eingehen. Das ist erst einmal eine übermäßige Begeisterung, eine Verzückung. Du fängst an zu zucken. Ursprachlich im religiösen Sprachgebrauch und kennzeichnet einen Ausnahmezustand des Seelenlebens. Da haben wir wieder unser Lamm. Jawohl. Wenn ich sage Seele, mit Doppel-S, da steht Basel, steht schon, das Lamm ist Gott. Ja. Mhm. Ich kann das natürlich blau machen, dann habe ich Sinn He. Das heißt, diese Sinuswahrnehmung ist ein Joch, 70-30 gelesen. Ja. Lebend müssen wir nicht reden, ist eine auseinandergeschmissene polare Existenz. Mhm. Dieser Ausnahmezustand, ich nehme etwas aus mir heraus. Betonung liegt jetzt auf Stand. Dieser Stand ist nämlich die Stasis. Das ist Statik, ist eine Unterform von der Statik. Ah. Ist ein außer sich sein in religiöser Verzückung oder vor logisch berechneten Ecken. Shinar, Shur ist der First. Ja. Die logisch berechneten Ecken. Und die stauen sich jetzt in dir. Etwas aufstauen führe ich übrigens immer wieder, wenn ich sage, wenn du etwas aufstaust, das ist diese Radix ND. Ja, genau. Diese existierende Öffnung ist das dann mal ein Damm, dazu, ja. Um Wasser aufzustauen. Jetzt schau bitte auf das kleine Bild. Wenn wir longitudinal denken, wir denken ja, die Zeit fließt von der Vergangenheit in der Zukunft. So haben wir das gelernt. Ist es definitiv, das ist dieses Vergangenheit und Zukunft denken. Was passiert jetzt, wenn ich da einen Damm reinbaue? Die geöffnete Schöpfung wird jetzt dieser Fluss MM. Ja. Ist letztendlich da. Ja. In dem Moment, wo du es denkst
Und wir drehen jetzt diese Vergangenheit und Zukunftsgestalt nach oben und unten. Ja. Und jetzt passiert Folgendes, dass dieses longitudinal zeitlich fließende Denken plötzlich zu dem hier wird. Drum sind es aufgetürmte Wasser. Das rote Wasser ist unser Mittelpunkt, El Hayom. Und auf dem Turm, das ist der Turm zur Babel, baut sich etwas auf, das in die Oberwellen, wo ich sage, die Schichten. Das beginnt mit Ebbe und Flut, aber das wird jetzt zu weit. Und das ist dann das Schwanken und sich hin und her bewegen, aber nicht von A nach B, von der Vergangenheit in die Zukunft, von dem Ort zu dem Ort. Das sind alles ausgedachte SDR-Ecken, Strecken, wo ich mich hineindenke. Sondern ein Auf- und Abschwingen, longitudinal, illusionär verlaufenes Hin und Her, ist letztendlich ein Radar, ein transversal lichtgeschwindes Auf und Ab, weil jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Merkst du, was da alles drinsteckt in der Physik? Ja. Und ja. Wir bleiben aber, wir waren ja nur bei der Ekstase. Und das schauen wir uns jetzt erst einmal ganz kurz im Wikipedia noch an, das ist schöner. Da heißt es ein außer sich geraten. Ja. Jetzt haben wir hier schon den Reisenden, GR. Der Geist erweckt Ad. Ad ist das weibliche Du. Das heißt du selbst, wenn du an dich denkst. Und das ist dann eine Verzückung des Zucklaufen in sich selber und das beginnt erst einmal mit Eck. Und wir schauen uns dieses Eck in der Ekstasis, das wird ja an und für sich. Da haben wir das E und wir haben das K. Und jetzt schaut mal zuerst einmal die Buchstaben an. Das ist also, wir haben hier Öffnungen. Wenn wir das jetzt durchzählen, ist das ja A, B, C, D, E. Das ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Buchstabe ist unser He im Hebräischen. Da steht jetzt nur das kleine E. Und dieses E, was wir jetzt gleich sehen, ist eine Selektion. Ex. Das ist es. Schau. Das heißt eigentlich Ex. Okay. Schau, die stehen übereinander. Wenn du die jetzt durchzählst. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Das wird zur Raumzeit. Darum sage ich, kann jetzt hier dieses E-Quadrat ist wie dein, da ist ja, schau, wenn ich jetzt das K hier anschaue, das ist eigentlich schon mal dieses Öffnungszeichen, wo ich benutze, wenn ich was schreibe. Denk ja mal den Strich, wäre jetzt ein I, ja, da öffnet sich was. Ja, ja. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen. Die Form dieser Zeichen in allen Sprachen hat eine ganz, ganz bestimmte Bedeutung. Wichtig ist jetzt, dass man das auch mit G teilweise schreibt und natürlich mit K, wie wir es jetzt vorne stehen haben. Und das ist im Allgemeinen immer ein Ausgehen aus etwas heraus. Vom Orte aus von etwas her. Ex. Existere, heraustreten, aus, auftauchen. Ja. Bei Verbis, immer dran denken, die Verben sind letztendlich sogenannte in der Schule gelernt, ich habe noch gelernt, das sind sogenannte Tatwörter. Man tut was. Ein Verb setzt dich in Bewegung. Ja. Der Bewegung den Ausgangspunkt bezeichnend. Von den Schiffen, die aus, die Schiffen sind die Ich, da haben wir wieder Ski, das Geschenk von zwei Facetten, die zu existieren anfangen. Was sind diese zwei Facetten? Wellenberg und Wellental. Und die sind eine Existenz. Die können untrennbar zusammen. Das lassen wir mal so weit geht stehen, weil das jetzt sehr interessant wird, wenn man hier den Ausgangspunkt, die Bewegung. Das heißt, in dem Weg, wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und wir haben immer, wo ich jetzt das zwei sage, haben wir immer nur einen Mittelpunkt, das ist die Trinität. Ich kann jetzt sagen, hier dieses Waff, das W, das doppelt aufgespannte, ist die Energie des Geistes. E-Quadrat ist Geist. E ist G, aber mit einem Quadrat drüber, mit zwei drüber. Das ist die Gedankenwelle, die wir uns über uns drüber denken. Damit versetze ich, wenn ich mir eine Welle ausdenke, setze ich den absoluten Mittelpunkt. Schau das Bild unten an. Sobald ich mir das denke, befindet sich das ja in dem. Aber jetzt wird der Mittelpunkt schon, wenn wir über den Mittelpunkt reden, hebe ich den ja als Gedankenwelle oben und mache eine Welle über mich drüber. Der eigentliche Mittelpunkt ist El Hayom, der ist in der Tiefe des Meeres, was jetzt so in der Darstellung nicht funktioniert. Ja. Okay, und dann haben wir noch die Stasis.
Da warte, ich fange jetzt, ich mache mal nur dieses das rein. Das. Das ist immer die ersten drei Buchstaben. Das ist interessant. Das ein Aufstehen, ein sich empören. Das Ausführen, ein Aufstand einer Schar, da haben wir den Schor wieder. Das ist jetzt die Existenz einer polaren Existenz, der Ausführer. Aber jetzt kommt es schon langsam zum Stehen bringen. Es ist ja, ich setze dich in Bewegung. Ah, ja. Der Widerspruch in sich selber. Oh, ja. Das heißt, diese raumzeitlichen Erscheinungen sind immer eine Ehe-Existenz. Aus der Quintessenz waren zwei E. Wir haben gerade festgestellt, im Griechischen ist das E eigentlich das He. Ich kann jetzt das rote E in der E als Quintessenz lesen und dann mache ich zwei Epsilon, zwei Es. Und da steht jetzt schon das Ringen mit drin. Die Polarität ringt in der Öffnung, immer mit plus minus. Ringen heißt um sich herumdrehen. Ja, ja. Jetzt wird das Blut Belut, steckt, der heißt ja in einer Hülle stecken, das Blut. Ja. Ist wiederum rot und rot. Das hebräische Wort für rot ist auch das, dieselbe Zeichenkette wie für Adam. Mhm. Und das, der in der Hülle steckt, ist ein stilles Ende. Das ist der Beobachter, der nochmal reagiert. Mhm. Jetzt ist zum Stehen gebracht. Da haben wir den Geber in der Acht, im Zentrum der Acht. Das ist die weibliche Eins. Ja. Und jetzt kommt die Stasis. Ex-Stasis heißt, wir denken uns ein Stellen, ein Feststellen, ein Stehen aus uns heraus, das eigentlich sich nicht von A nach B bewegt und nicht von der Vergangenheit in die Zukunft. Stasis. Feststehen. Ja. Das hebräische Wort von fest. Ja. Kommt von fast. Denk wieder an mein Fasten, Fasten Seedbed, hast fest zu und unendlich schnell bewegen. Drum ist das Feststehen ist das Gegensatz der Bewegung. Der Denker ist das Gegenteil von dem Ausgedachten. Mhm. Aber Denker und Ausgedacht, das ist These und Antithese und beide zusammen sind Synthese. Mhm. Das heißt, du kannst jetzt, du Geist, kannst an den denken, der du zu sein glaubst und du kannst an andere denken. Aber du bist weder der eine, der du zu sein glaubst, und der andere ist eigentlich auch im Prinzip genauso ein Gedanke wie das, was du ich nennst. Hm. Stimmt oder stimmt? Stimmt, absolut. Schau, in der Wort Ekstase steckt eigentlich schon alles drin. Das geht jetzt dann weiter, jetzt was zu einem Aufrührer, zu einem Empörer. Da ist immer die Stasis. Der auf, im Aufstand. Jetzt machen wir da im, ist ja das Meer. Ja. Schöpfer UB. Ja. Wenn ich jetzt das umforme. Im Schöpfer UB ist absolut alles stehend. Genau, ja. Und so weiter und so weiter. Ja. Ich glaube, ich lasse mir jetzt gut sein. Ach, da wollte ich noch ganz kurz, weil das Video offen ist. Das ist übrigens sehr interessant. Das ist hier über einen Hammer. Hammer, ein Gespräch über Hammer und Corona. Ja. Das war im Chatring gestanden beim BC. Mhm. Mal das Bild um dein. Und wenn du das jetzt bewusst anschaust, das ist hochinteressant. Ich habe, wenn ich den Hammer sage, Hammer bezieht ja alle Krankheiten, alle Reaktionen auf psychische Probleme, das heißt auf Reaktionen, dass da nichts verkehrt läuft, dass sich das von selbst heilt, wenn man das Prinzip begriffen hat. Dass natürlich jedes Corona, wenn du Angst kriegst, dann bauscht sich das auf, wenn es am Arsch vorbeigeht, dann hast du keinen Fokus mehr drauf. Ja. Es ist, wo er sagt, die Viren, man kann Viren nicht sehen, es hat noch nie eine Viren entdeckt, das können wir jetzt alles anschauen, es ist alles ausgedacht, es, aber all das ist richtig und verkehrt gleichzeitig. Du wirst niemals von mir hören, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Ich werde nicht sagen, dass die schulmedizinischen Erklärungen keinen Sinn haben und ich werde nicht sagen, dass Haber keinen Sinn hat, obwohl die sich widersprechen. Mhm. Es ist im Prinzip wie die zwei Erklärungsmodelle beim Klingelingling-Beispiel. Die Schulmedizin ist in einem gewissen Maß ein Erklärungsmodell, wo du die Ursache in eine Vergangenheit setzt, die ja jetzt erst zu existieren anfängst, wenn du dir die Gedanken, die Vergangenheit denkst. Mhm. Zu sagen, da ist ein Telefon und deshalb klingelt es. Das Telefon existiert nicht, wenn du nicht dran denkst. Und was in dir auftaucht, ist das Geräusch Klingelingeling. Und das kommt nicht von außen, sondern aus dir selber, wenn du träumst. Mhm. Und aufgrund dieses Reizauslösers wirst du deine Gnade mit einer logischen Interpretation automatisch umformen mit dem Gedanken an das Telefon und wer ruft mich jetzt an. Mhm. Und wenn ich dich frage, wie das funktioniert, hast du ein komplettes Erklärungsmodell. Durch den Bruch des zweiten Gebotes glaubst du, dass da außen eine Welt ist, da ist einer,
der auch dann da außen ist, wenn du ihn nicht denkst, was du übrigens nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, wenn du das jetzt beschwörst, schwörst du schon wieder an Meinheit. Wir sind ja bei der Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das haben wir oft durchgekaut. Und jetzt das Gegenteil ist, mit Holofeeling erkläre ich dir, was du beobachten kannst und was du beschwören kannst. Dass da gewisse Geräusche sind oder Reizauslöser, ob jetzt die bewusst aus dir selber kommt, weil es in dir auftaucht oder dir einfällt, oder ob das irgendwie, wenn du eine Zeitung liest, in dir auftaucht, aber die Zeitung kommt ja auch aus dir, wenn du träumst. Das kommt aus dem absoluten Innern. Ja. Die Seite, die du siehst, wo du komplett ignorierst, dass da das Innen dazugehört. Dass wenn du einen Film anschaust, ist dir gar nicht bewusst, dass in dem Moment, jetzt normal raumzeitlich gesprochen, dass diese ständig wechselnden Bilder, ich bleibe mal auf dem Monitor, aber beim Tierprojekt haben wir halt das Innen und das Außen, dass da in dieser Kette, die man jetzt gedreht, diese Sehen, dass immer das in dir ist, dass ich sage, du bist der Tierprojektor und du hast jetzt erst einmal eine Datei laufen und diese Datei wird im Jetzt jeden Moment zerhackt, dass ich das Display, DIS, die Öffnung einer intellektuellen Raumzeit, ist ein Spiel, Play. So nennt man das Display. BLA auf Hebräisch heißt ein Wunder. Das Y steht für einen Augenblick. Das ist übrigens, wenn ich jetzt in das Griechische reingehe, wirst du feststellen, dass das Gamma als Großbuchstaben wie ein Y aussieht. Okay. Das ist übrigens unsere Y-Achse. Das ist die X-Achse. Da haben wir zwei oben und zwei unten. Das ist wie in dem Achsenkreuz, wo ich jetzt eine Diagonale hineinzeichne. Kannst du es vorstellen? Unser Achsenkreuz, ja. Mal die Diagonale rein, wo auf der Seite Plus Plus und auf der Seite Minus Minus ist. Natürlich vom Udo aus gesehen. Ich müsste jetzt von dir aus gesehen, da ist Plus Plus und da ist Minus Minus. Die Schwierigkeit mit dem Rechts und dem Links. Wenn du hier reingehst, erinnere dich an die Buddha-Schriften. Wo ich ganz, ganz klipp, ich sage jetzt wirklich, ich spreche in einer Ich-Form. Wo ich sage, wenn du am rechten Ufer des Flusses sitzt. Das ist schon interessant. Fließt jetzt eigentlich ein Fluss von links nach rechts oder von rechts nach links? In welche Richtung fließt das Wasser? Ich sage, das hängt davon ab, wenn du dir jetzt einen Fluss vor dich hinstellst, auf welche, das sieht ja gleich aus, ob du von rechts nach links, ob der von rechts nach links oder von links nach rechts fließt, hängt davon ab, auf welcher Seite du stehst. Aber das ist wie mit der Tasse, was ist richtig? Genau. Du definierst mit einer Vorstellung von richtig, wo das Wasser herkommt, von links und es fließt nach rechts. Wenn du auf der anderen Seite stehst, sagst du, nein, das kommt von rechts und fließt nach links. Das ist übrigens sehr wichtig, dass die Tora, die ursprüngliche Computersprache, die wird von rechts nach links gelesen. Es ist praktisch der erste Buchstabe in einer Reihe auf der rechten Seite und wir lesen nach links. Jetzt in deiner Welt, wo du in der Welt lebst, das ist ja der Ursprung, fließt es wieder von links nach rechts in den Ursprung zurück. Es hat alles einen Sinn. Man kann das alles erklären mit Holofeeling. Und nicht wischiwaschi, sondern dann betone ich immer wieder auch arithmetisch präzise. Ja. Und dann tauscht sich das. Ich wiederhole den Buddha-Satz in den Udanas. Da steckt schon Udo Arna drin. Denk, in unserem letzten Selbstgespräch 70, 50, 5 kann ich als Arna lesen. Das heißt antworten. Aber auch misshandeln. Ich misshandle aber nicht, weil ich Vordersprache benutze. Ich gebe dir jetzt Antworten. Wenn du am rechten Ufer des Flusses sitzt, da heißt es, am rechten Ufer des Flusses sind welche, die sind gut, ellenlange Ausuferung von positiven menschlichen Eigenschaften. Du hilfst den anderen, du opferst dich auf und so weiter und so weiter. Und dann kommt ein kleiner Satz. Die sind nicht gut. Wenn du am linken Ufer des Flusses sitzt, jetzt waren alle negativen Eigenschaften aufgezählt, die es überhaupt gibt, von Massenmörder mit scheußlichen Beschreibungen, die sind nicht böse. Sie sind einfach nur, und zwar so, wie du sie dir ausdenkst. Jetzt komme ich zu den Homer, zu dieser Geschichte kurz zurück, dass er in dem Gespräch, in dem Video, erklärt er, dass er hier, wir wissen ja aus der Zeitung heraus, was viele jetzt nicht wissen, da musst du natürlich im Fokus drauf gehabt haben, dass die Bildzeitung. Und immer dran denken, du hörst jetzt Worte und du baust auf den Worten Vorstellungen auf.
Dieses kleine letzte Stück in unseren Selbstgesprächen, im letzten Selbstgespräch, wo ich sage, es ist das erste Mal, wenn du was hörst, sehr entscheidend, wie du die Quelle, wo das angeblich für dich ausgedachterweise herkommt, wie du die definierst. Wenn du jetzt sagst, die Quelle ist der Udo Petscher, hängt es sehr davon ab, ob das für dich eine Respektperson ist oder ob das für dich ein Spinner ist. Ja. Damit filterst du schon komplett das, was ich sage, und du hörst nochmal zu. Ja. Wenn du was liest, ist es sehr entscheidend, ist es jetzt eine Tageszeitung, der du dein Vertrauen schenkst? Oder ist es bloß eine, wie ich immer sage, ein Roman oder eine Märchengeschichte? So definierst du sofort, wenn du auf eine Verschwörungstheoretiker-Seite schaust, ist es sowieso alles verkehrt. Das heißt, egal was drinsteht, du blockst von vornherein schon ab. Wenn du Verschwörungstheoretiker bist, schenkst du all dem Zeug, verwirklichst du in deinem Kopf, obwohl da nur Worte stehen. Und das kann man jetzt wieder spiegeln, wenn du nur Mainstream-Meinungen vertrittst, dann ist es genau gespiegelt. Ich erkläre dir, wie du funktionierst. Aber jetzt kommen wir zu der Bild-Zeitung. Immer dran denken, Beilet ist Zeit, im Kind ist Zeit. Und Zeit ist chronologisches Denken. Dass die Bild-Zeitung, die Aktienmehrheit dieser Firma, hat eine amerikanische Firma mittlerweile. Vor einigen Wochen hat eine amerikanische Firma, habe ich aus der Zeitung heraus, die Aktienmehrheit, genau in dem Moment, wo das passiert ist, hat sich die Meinung der Bild-Zeitung ganz, ganz gewaltig um 180 Grad gedreht. Ja. Ich sitze gestern, ich sage jetzt gedacht mit der Marion, ich lese ja jeden noch mal Bild-Zeitung, sonst werde ich ja vollpfosten, wenn ich muss mich ja informieren. Und gestern war seit Wochen das allererste Mal eine komplette Bild-Zeitung, wo nahezu nichts mehr berichtet wurde über Corona. Es waren drei ganz kleine nebensächliche Bemerkungen, was jetzt wieder ist. Wir haben eine Phase seit 2, 3 Tagen, schwenken die komplett um. Jetzt haben wir wieder Sexualverbrecher. 5, 6 Seiten, nur jetzt diese Geschichte, wenn du in die Massenmedien reingehst, über die Sexualverbrecher und die Pädophilen, ich krieg's schon gar nicht raus. Das ist das Hausthema und über viele Seiten wieder hier diese alte Geschichte, die wiederholt wird von dem Mädchen, das vor so und so vielen Jahren hier verschwunden ist, ob der jetzt umgebracht wurde. So ein Kack. Und da stürzt sich die Masse drauf. Sensationen. Das heißt, wir haben Wexer-Doc. Wir haben ein absolutes Wexer-Doc. Die Bild-Zeitung schwenkt Trump. Konsort, ja. Der steht nämlich hinter dieser amerikanischen Firma, die die Bild-Zeitung die Aktienmehrheit hat. Ich mache jetzt ein Erklärungsmodell. Eins von unendlich vielen Erklärungsmodellen. Der macht jetzt über Medien kommt die große Gehirnwäsche. Das heißt, jetzt werden die mit Wexer-Doc-mäßig abgelenkt, wieder mit, wo ja die Menschen sowieso entsetzt sind, wenn Pädophile sind, die Kinder vergewaltigen oder Kinderpornografie und dann des Kindes vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, etlichen Jahren entführt wurde und keiner was und jetzt ist es wahrscheinlich umgebracht worden und die haben den Mörder, jetzt holen sie diese alte Scheiße wieder hoch, weil das kleine, kleingeistige Gemüt des normalen Menschen hier voll drauf resoniert. Es ist gestern in der Bild-Zeitung das erste Mal, glaube ich, 1, 2 so kleine Berichte gewesen, aber nebensächlich nichts mehr Großes und du wirst jetzt merken, das gleitet jetzt ganz langsam weg und sobald die Massenmedien nicht mehr über Corona berichten, dann löst sich das auf wie der Rinderwahnsinn, wie AIDS, es gibt es natürlich immer noch, aber es tritt in den geistigen Hintergrund und was im geistigen Hintergrund ist, was du dir nicht mehr ausdenkst, existiert für dich nur. Dieses Spiel habe ich übrigens vor 20 Jahren in Almenerschuh erzählt. Erinnere dich an die Geschichte mit den Kampfhunden. Weil dein Weltbild, das du dir aufbaust, holst du dir aus Medien und Basieren. Genau genommen, jetzt zeitaktuell, aus das Internet heraus. Ich sage immer das Internet, das ich neutral bleibt, dass man das keine männlichen, keinen weiblichen Namen geben. Das Spiel wiederholt sich seit Ewigkeiten. Früher war es halt nicht das Internet. War früher überhaupt was? Kann nicht alles, was ist, bloß immer jetzt sein? Alles, was jemals war, ist jetzt. Und alles, was noch kommen wird, ist jetzt auch. Aber auf einer tieferen Ebene in unserer Transversal. Und darum sage ich immer, wenn du das hörst, es nützt überhaupt nichts. Es ist eine ständige Gestaltveränderung. Darum ist dieses ganze Geschwätz auch jetzt mit der Hammer. Es ist sehr interessant, sich das Video anzuhören, dass hier psychologisch erklärt wird, dass die Nase zugeht, dass es einfach der Körper, dein Körper reagiert auf deine psychologischen Flügelschläge deiner Psyche. Und dann öffnest du Möglichkeiten in der Zukunft.
die aber nie in der Zukunft passieren, sondern jetzt passieren. Das ist dieses, was ich immer wieder sage, die Spuren, was noch kommen wird, hängt maßgeblich davon ab, wie du jetzt die Weichen stellst. Aber du stellst jeden Moment die Weichen. Sobald du die Weiche stellst, ist immer eine gewisse Vergangenheit, hängt immer mit einer Zukunft zusammen. Das dreht sich eigentlich hier um einen Punkt herum. Das ist immer eine Achse. Da habe ich vor ungefähr 20 Jahren das schöne Beispiel gebracht, oder 15 Jahre mit Dallas. Ja, Serie. Kannst du dich erinnern, wo der JR ein Whisky einschenkt? Ich erkläre das nicht nochmal. Diese kleine Szene, dieser Ausschnitt ist in vielen Folgen immer dieselbe Szene gewesen, wo ich sage, das wurde nicht jedes Mal gedreht, wenn man jetzt logisch denkt. Die haben das einmal gedreht und dann schneiden sie den Schnipsel rein. Ja. Aber jede Folge ist ja anders. Es ist eine Folge von Anfang bis Ende und immer in der Sendung hat er irgendwo sich ein Whisky eingesetzt. Und in dem Moment, wo du dir jetzt ein Whisky einschenkst und du erinnerst dich jetzt an deine Vergangenheit, bestimmt die Vergangenheit, die du definierst, deine Zukunft. Und solange du noch glaubst, dass du in der Vergangenheit als Trockennasenaffen geboren wirst, wurdest, ist zwangsläufig das Gegenteil in der Zukunft gespiegelt, dass du sagst, ich werde mich in der Zukunft wieder auflösen. Du wirst aber, dein Körper wird jetzt geboren, wenn du an deinen Körper denkst, und er wird jetzt zerstört, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Du frisst dich jedes Mal selbst auf und du kotzt dich wieder auf vollkommen neu aus. Es gilt für alles, was du denkst. Jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden. Ich will das sagen, Bader Dödel. Wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, wirst du von Augenblick zu Augenblick sterben. Erweckte polare Existenz, SD. Und damit zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren. Jetzt musst du nur begreifen, dein Körper ist deine momentane Traumwelt, die sich von Augenblick zu Augenblick verändert. Immer im Jetzt. Und die kannst du massiv verändern. Du kannst diese, was du bisher Realität genannt hast, was unabhängig von dir da außen existiert, was aber definitiv mit Holofeeling eigentlich sich nur in deinen Augen, innen symbolisch, in deinem Becken, auf deiner Verabrede abspielt. Diese sinnlich wahrgenommenen Informationen, das heißt nicht sinnlich wahrgenommenen Außenformationen, es sind Informationen, es sind IN, intellektuelle Existenzen, die göttliches Sein darstellen in dir selber. Die kannst du verändern, wenn du das Programm veränderst. Und dann basiert das, alles, was du jetzt in modernen Kinofilmen siehst, anfängt von diesen Avengers, den Supermännern, den Katastrophen, den Möglichkeiten zu fliegen oder Superkräfte zu haben. All das ist ja computergeneriert, vollkommen fotorealistisch. Die Welt, die du bisher auf deiner Verabredung gesehen hast, ist nichts anderes. Und Holofeeling ist das Programm. Das ist das ermöglicht. Punkt. Lass mal es gut sein. Danke. Grübel mal etwas darüber nach. Grübel etwas darüber nach. Tschüss. Ja.